So, hallo Freunde, willkommen zu Teil 2 der Südlicht L3X. Und jetzt werden wir mal schauen, wie die sich hier im Dunkeln macht. Und die machen wir so gleich mal an, damit wir hier wieder sehen, was hier Sache ist. Boah, ohne Hämmer, das ist natürlich sofort erstmal hier mit 500 Lumen los. Kommt natürlich, ich sehe schon auf der Kamera, ein bisschen blauem Licht drüber, aber das liegt natürlich jetzt erstmal daran, bis der Weißabgleich sich mal hier wieder auf so ein Licht einspielen kann. Vielleicht helfen wir dem ein bisschen auf die Sprünge. Aber wir sehen schon hier auf unserer 3 Meter hohen und 4 Meter breiten Wand, der äußere Lichtkegel geht also weit darüber. Wir denken, wir werden hier so 3,5 bis 4 Meter Durchmesser vom Lichtkegel haben. Und es ist unglaublich hell. Kommt auf den Kameras als gar nicht so rüber, weil die dann, wenn so viel Licht reflektiert wird, erstmal runterregeln. Weil die denken, man hält die Lampe oder man filmt direkt in die Sonne. Wahnsinn. Also ein sehr heller Spot in der Mitte, der ungefähr hier so ein Drittel des Kreises ausmacht und die Umfeldausleuchtung ungefähr mit ein Drittel Licht und zwei Drittel in, wenn nicht sogar, drei Viertel zu ein Viertel. Aber eine große kreisrunde Ausleuchtung und ein sehr heller Spot. Wahnsinn. Wir gehen mal einen Modus schwächer. Halt, ich mach sie mal aus. Jetzt sind wir so in den 100 Lumen. Kreis bleibt natürlich unverändert groß. Die Lichtleistung geht natürlich etwas zurück. Und in dem Modus könnte ich jetzt 25 Stunden lang mit frischen Batterien diese Lampe betreiben. Und das reicht hier allemal, um sich hier Dutzende Meter nachts in einem dunklen Wald oder in einem Fabrikgelände zurechtzufinden, ohne dass so viel Licht zum Beispiel von weißen Wänden reflektiert wird, dass ich nachher Sterne vor den Augen sehe, wenn ich es dann wieder ausschalte. Man startet sofort wieder im 500 Lumen 100% Modus und ein wirklich schöner, großer, runder Lichtkegel. Wahnsinn. Die Lampe liegt aber sehr gut in der Hand, schön ausbalanciert, ist direkt in der Mitte das Gewicht und ich kann natürlich hier wunderbar die Hand, die Lampe hier in die vier Finger legen und das Ding oben im Daumen bedienen. Drei Modis, zwei ganz normal einschalten, runter dem Ausschalten oder ich komme in eine Problemsituation, dann habe ich jederzeit per Doppelklick den Strobmodus zur Verfügung. Boah, da fällt dir der Putz von der Wand, ey. Und es ist ein ganz angenehm zu drückender Mikroschalter hier. Man hat ihn wirklich unter dieser gummierten Kappe, ne? Man muss natürlich auch, ist natürlich ein Kompromiss, ich kann keinen perfekten Knopf machen wie bei einem Abzug einer Pistole und gleichzeitig muss es einigermaßen wasserdicht sein, also muss ich halt irgendwo eine Gummikappe drüber bauen, aber man spürt wunderbar, wenn man die Gummikappe durchdrückt auf den Knopf und dann einen schönen Widerstand, ein richtiges mechanischer Widerstand, um hier durchschalten zu können. Und Doppelklick natürlich spürt man auch wunderbar, wenn man zweimal geklickt hat. Außerdem bricht hier dann gleich das Blitzlichtfeuerwerk los. Sauber. Liegt gut in der Hand, kann man natürlich auch schön hinten halten, ne? Wir hatten es ja schon zum Thema Meinungsverstärker. Ich denke so, ja. Türsteher, Security, Wachmannschaften, Werksschutz oder einfach nur im Rettungsdienst brauche ich natürlich auch eine Lampe, die einigermaßen stark ist. Wenn ich denke jetzt mal, wenn die mit Suchmannschaften irgendwo eine vermisste Person suchen, ne, brauche ich ja erstens lang Licht. Ich brauche Batterien, die ich handelsüblich bekommen kann. Hier diese Babyzellen, die habe ich im Supermarkt an der Kasse gekauft. Die kriegst du wirklich überall. Damit kann ich ohne Problem 3 Nächte über die Runden kommen, bevor ich in der 4. Nacht die Batterien wechseln würde. Und man hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, sollte man irgendwo weiter am Horizont was hören, ne? Lichtleistung bis 300 Meter, auch weit entfernte Gegenstände auszuleuchten. Und das ist schon
enorm, wie viel Licht da rauskommt. Das ist echt krass. Am Kopf bisher, die Lampe wird jetzt ganz leicht lauwarm. Gerade, dass man es so erspüren kann, findet jetzt hier eine ganz leichte Erwärmung statt. Aber man wirklich, man merkt wirklich bloß den Unterschied, wenn man hinten jetzt irgendwo an den Griff langt, der noch kühl ist, hier wo man die Hand hatte, dann merkt man, dass der Kopf minimal wärmer ist wie das Aluminium, das man jetzt hier durch die Hand erwärmt hat. Da habe ich schon andere Lampen gesehen, die nach wenigen Minuten schon richtig warm geworden sind. Aber hier sind ja auch ordentlich Kühlrippen, welche beim Wärmeabstrahlen helfen. Ja, hier oben der Vorsicht Laser-Aufkleber, der ist da zu Recht drauf, weil da vorne, oh, da vorne reingucken ist keine gute Idee. Da ist wirklich eine schöne klare Scheibe vorn drin und ne, ich würde sie auch nicht in die Kamera leuchten. Ich glaube, das tut dem Kamerachip auch nicht so gut. Aber selbst hier im 20% Modus kannst du wunderbar, ich sage mal, vor Innenräume oder kurze Distanzen. Aber das werden wir nachher mal schön auf der Hauswand sehen, wie groß der Unterschied draußen auf die 30 Meter ist mit dem 20% und dem 100% Modus. Cool. Und Disco. Oh, ein sehr schnelles Blitzlicht. Mal schauen, wie lange man da durchhält, bevor es einem schlecht wird. Okay. Oh, super, überall Sternchen, ne? Sternchen. Mein Bruder hat schon erzählt, die holen immer wieder, als in den Diskotheken Leute ab, die zu lange diese Blitzlichter geguckt haben da in der Disco und dann krampfen. Das ist nicht ohne und ich glaube, sollte man da irgendwo nachts als Security-Mann ein Problem bekommen und von einer Person überrascht werden, die da nichts Gutes im Schilde führt, kann man damit sicher wertvolle Sekunden gewinnen, denn in so ein Blitzlicht kannst du nicht reingucken. Du musst dich abwenden oder du musst die Augen schließen und das verschafft dir mit der Taschenlampe natürlich wertvolle Sekunden, um Alarm auszulösen oder Verstärkung zu rufen oder zum Pfefferspray zu greifen oder wie auch immer. Darum wichtige Funktion, paniksicher aus jedem Modus ins Blitzlicht zu kommen und auszuschalten. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier genug Disco gemacht. Die Lampe hat Power, 500 und 100 Lumen und ein taktisches, aggressives Blitzlicht. Das Ganze in einer großen Ausführung mit drei Babyzellen. Ne? So eine typische Cop-Flashlight, ne? Wie man sie von früher noch her kannte, von den Maglights. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ding hier bei Dunkelheit mal an. Preis habe ich ja schon im ersten Video genannt. Wir bewegen uns hier in der 70-Euro-Klasse, ne? Da bekommt man ein ganz ordentliches Stück Alu, Elektronik und Technik für 69,99. Also Licht aus.